Hallo und herzlich willkommen zu der sechsten Episode meiner Diät. Mein Name ist Isio und nach dem Intro geht's los. In der heutigen Episode erwartet euch ein Status-Update, wie die Diät abläuft. Ich berichte, wie die letzten Tage waren und am Schluss seht ihr dann ein Oberkörpertraining von mir während der Diät. Von Donnerstag bis Sonntag war ich in Spanien in Alicante und habe währenddessen ein Refit gemacht, denn nach 5 Wochen Diät war bei mir ein Refit geplant und das hat perfekt gepasst. Ich habe mich erholt, ich habe neue Kräfte gesammelt und ich habe ordentlich reingehauen. Allerdings hat sich am Gewicht nichts geändert in der Zeit. Ich habe letzte Woche war Durchschnittsgewicht 88,7 und diese Woche war Durchschnittsgewicht 88,6, obwohl ich 4 Tage über den Erhaltungskalorien gegessen habe. Ich habe mich natürlich etwas mehr bewegt in Spanien. Das Video dazu wird in den nächsten Tagen kommen. Also Durchschnittsgewicht 88,6 Kilogramm. Pacing back and forth. Oh. I don't understand why you're standing right here. All your shots have scored. No, scratching at the scars you left on my skin. We fight and we fall and we rise through it all till we find what we want and we lose it all again. Your touch on my skin, pull me close. So sehen die Daten aus. Ich habe leicht am Bauch zugenommen, also Bauchumfang hat leicht zugenommen. Ich schätze, das liegt einfach daran, dass ich sehr viele Kohlenhydrate gegessen habe und sehr viel Fett gegessen habe. Es hat sich einiges am Bauch angesammelt, wobei das meiste Wasser sein wird. Ich schätze, bis zur nächsten Woche bin ich wieder mindestens bei 18, vielleicht sogar schon bei 17 mm. Da mache ich mir jetzt keinen Stress. Das Positive ist, Oberschenkelumfang hat abgenommen, das gefällt mir richtig. Ja, und das, wie gesagt, das Gewicht hat abgenommen. Dadurch, dass die Bauchfalte etwas dicker geworden ist, ist natürlich Körperfettanteil zumindest mit der Dreifaltmethode gestiegen. Ich mache mir jetzt, wie gesagt, keine Sorgen. Da ich ja direkt gerade vom Training nach Hause gekommen bin, sehen die Muskeln ein bisschen aufgepumpt aus und deswegen ist auch Bizeps ein bisschen größer. Also ich schätze, nächste Woche ist auch wieder kleiner. Brust, ja, das variiert von mir von Woche zu Woche, der Brustumfang. Diese Woche ist der 117, also ist vollkommen in Ordnung. Die Oberschenkel sind ein bisschen geschrumpft, das finde ich super. Wie gesagt, das ist mein Ziel, dass sie kleiner werden. Waden sind auch etwas kleiner geworden, aber die werden auch von Woche zu Woche kleiner. So, nun gibt es ein Body-Update. Wie mein Refit ausgeschaut hat, kommt in den nächsten Tagen mit meinem Alicante-Reise-Vlog-Video. Da seht ihr dann, was wir alles gegessen haben. Ich habe wirklich nicht auf nichts verzichtet, alles mir gegönnt, was es zu gönnen gab. Ich habe nicht auf Fette geachtet, nicht auf Kohlenhydrate. Wobei normalerweise achte ich schon bei einem Refit auf Fette, dass sie moderat bleiben. Aber naja, in Spanien wird alles geölt und überall gibt es ordentlich Fett drauf. Und ja, ich wollte halt eine Paella probieren oder was es auch sonst immer da gibt. Also, Body Update und dann geht's mit dem Trainingsvideo weiter. Bis dahin, bleibt dran. Wenn ich die Form jetzt im Spiegel, also ich habe hier noch einen Spiegel anschaue, dann würde ich nicht sagen, dass sie unbedingt schlechter geworden ist. Die ist ungefähr am gleichen Level geblieben. Es schaut sogar etwas aufgepumpt aus als letzte Woche. Und dadurch, dass ich jetzt letzte Woche einen Refit gemacht habe, habe ich die Möglichkeit weiter und länger bei meinen Erhaltungskalorien zu bleiben, also 2600 beim gleichen Aktivitätslevel und muss sie nicht reduzieren. Dadurch erhoffe ich mir, länger die durchhalten zu können und so auch mehr Muskeln zu erhalten. Weil die Muskeln sind sehr, sehr schwer zu erarbeiten und naja, wir wollen sie natürlich in der Diät behalten und in der Diät werden sie halt etwas schneller abgebaut, als wenn der Aufbauphase, wie sie aufbauen können. Das ist leider Fakt und wir können das nicht vermeiden. Außer wir nehmen irgendwelche Substanzen, aber sowas kommt für mich definitiv nicht in Frage. Ich möchte den Naturalstatus weiterhin beibehalten und dann nehme ich auch in Kauf, dass ich etwas mehr Muskeln verliere und dann auch nicht so breit ausschaue, wie so manch anderer. Denn ich
als naturalen Mann betrachte, sagen wir mal so. Ein kleines Problem gibt es bei mir für die nächsten Tage. Meine Waage, die Batterie von meiner Waage ist leer und das ist eine kleine Knopfbatterie, die man leider nicht zu Hause auf Vorrat hat. Die muss ich nachbestellen oder ich hole mir gleich eine neue Waage. Ich habe mir im Moment eine von Rossmann, die aber hat keine Tasten und ich hätte gern schon eine Waage mit Tasten, nicht mit so einem Touchscreen. Wenn da Wasser ein bisschen drauf kommt, das gefällt mir nicht so. Naja, nichtsdestotrotz, wir ziehen die Diät weiter durch. Jetzt kommt Trainingsvideo. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe soeben das Trainingsvideo zugeschnitten und werde das jetzt hier abspielen und parallel live kommentieren. Das Video, das ihr gerade seht, wird dann oben rechts in der Ecke oder irgendwo in der Ecke eingeblendet. Ich muss dann schauen, wie es am besten passt. Und ich habe in der Vergangenheit das auch so gemacht, dass Kommentarvideo auch zu sehen ist. Wenn es euch weiterhin so gefällt, dann werde ich es auch am besten so beibehalten. Für mich ist es natürlich weniger Aufwand, wenn ich jetzt ein Headset nehme und einfach eine Tonspur aufnehme und dann dazu was sage und es drunter lege. Aber wenn es euch so besser gefällt, werde ich es natürlich auch so beibehalten. Also schreibt unten in die Kommentare schon mal, wie es euch besser gefällt, wenn ich das Video live kommentiere und es dann als Videodatei auch hochlade oder einfach eine Tonspur. Genau. So, ich drücke jetzt auf Play und werde dann das Video kommentieren. Natürlich ist es für mich jetzt keine Überraschung, was kommt, da ich es ja zugeschnitten habe und auch aufgenommen irgendwie. Aber ich werde auf jeden Fall dazu was sagen und los geht's. Die erste Übung ist für mich Schrägbankdrücken, wie ihr schon bestimmt auf Instagram mitbekommen habt oder vielleicht im letzten Diätvideo habe ich gesagt, dass ich bei Flachbankdrücken seit einiger Zeit nicht mehr stärker werde und deswegen habe ich gedacht, okay, ich ersetze diese Übung durch Schrägbankdrücken, das ist die näherliegendste für mich und das ist jetzt die zweite Einheit. Ich mache in einem Training 5 Sätze Bankdrücken und versuche 8 Wiederholungen zu schaffen. Also 6 bis 8 auf jeden Fall. Schaffe ich unter 6, dann muss ich das Gewicht reduzieren. Schaffe ich 6 und mehr, dann behalte ich das Gewicht, bis ich 8 schaffe und dann versuche ich das zu erhöhen. Wie man die Übung ausführt, muss ich nicht sagen. Darüber gibt es schon tausende Videos auf YouTube, aber falls es doch erwünscht ist, dann schreibt in die Kommentare und ich werde dazu auf jeden Fall was sagen. Die nächste Übung sind bei mir Klimmzüge. Ich mache 3 Sätze mit dem Ziel 10 Wiederholungen zu schaffen. Wie ihr seht, ich beuge meine Beine, im Winkel meine Beine nicht dann, sondern die sind wirklich unter meinem Körper, so wie die Last parallel aufgeteilt. Ich versuche immer die Arme komplett durchzustrecken, maximale Spannung zu behalten und so funktioniert die Übung für mich auch am besten. Die nächste Übung ist Schulterdrücken mit Kurzhanteln. Hier seht ihr, wie ich das Gewicht auf jeden Fall ohne Hilfe nach oben bewegen kann. Davor habe ich die Übung stehen gemacht und dann seit 3 Wochen nicht mehr 28 Kilogramm geschafft. Deswegen habe ich mich entschieden, auf Sitzen zu wechseln und dadurch schaffe ich meine 2 Sätze als 10 Wiederholungen jetzt schon beim ersten Training mit 28 Kilogramm und ich denke, dass in Zukunft auch mehr Gewicht wieder drin ist und trotz Diät kann ich Steigerungen schaffen. Die nächste Übung ist bei mir vorgebeugtes Rudern. Wie ihr seht, dieses Training ist sehr, sehr, sehr rückenbelastend und rückenbasiert. Das liegt daran, dass Rücken meine sehr große Schwachstelle ist, meiner Meinung nach. Und ich möchte in den nächsten 3-4 Monaten verstärkt Rücken trainieren, um diese Schwachstelle vielleicht zu meiner Stärke zu machen. Mal schauen. Ja, vorgebeugtes Rudern, dazu gibt es nicht viel zu sagen. Wenn es erwünscht ist, werde ich noch im expliziten Video das erklären. Aber ich mache 3 Sätze, 10 Wiederholungen. Die nächste Übung ist bei mir Reverse Butterfly. Davon mache ich 2 Sätze, 15 Wiederholungen. Ziel ist es, wie gesagt, 15 Wiederholungen zu schaffen, obwohl ich das nicht wirklich schaffe. Mit dem Gewicht, reduziere ich das Gewicht, schaffe ich mehr als 15. Naja, mache ich einfach mal weiter. Wie man die Übung ausführt, dazu habe ich auch schon ein explizites Video gedreht, das ist auch sehr gut angekommen, also ich denke, ich habe da alle Punkte erwähnt, die wichtig sind, wenn es euch interessiert, dann schaut es euch an, ich werde vielleicht das Video verlinken. Dann die letzte Rückenübung für mich ist dann sitzend rudern. Ich sitze mich immer so hin, dass das Gewicht mich leicht nach vorne zieht. Also ich bin mehr nach vorne gebeugt. Dadurch merke ich viel mehr im Lat und ich habe hier schon mal Muskelfaserriss mir zugezogen bei dieser Übung. Deswegen muss ich immer darauf achten, dass ich richtig, also nicht zu viel Gewicht bewege und mich nicht verletze. Da habe ich im Kopf immer eine leichte Blockade und mit dieser Ausführung fühle ich mich sicherer. Dann die nächste Übung ist Bizeps Curls.
Wie ihr seht, ich versuche das Gewicht möglichst langsam zu bewegen und komplett die Arme durchzustrecken, damit der Bizeps die ganze Zeit unter Spannung ist. Wie auch schon in meinem Bizeps-Video erklärt, schaut es euch doch an, da werdet ihr alles über Bizeps erfahren. Davon mache ich 3 Sätze, 6 bis 8 Wiederholungen. Also ich versuche hier schweres Gewicht zu nehmen in dieser Trainingsphase, um, es klappt sogar, stärker zu werden. Und die letzte Übung zum Abschluss ist Trizeps-Seil-Drücken. Das funktioniert bei mir auch super. Was ich vielleicht noch hier anmerken kann, man kann noch näher sich an die Stange hinstellen bzw. an Seil, und dadurch wird der Trizeps viel besser aktiviert, meiner Meinung nach. Also für mich ist es so. Und man muss auch nicht mehr so viel Gewicht bewegen. Hier war ich schon ein bisschen müde und war schon seit fast 2 Stunden im Training beim Drehen und Trainieren. Das dauert immer recht lange. Da habe ich nicht perfekt auf meine Ausführung geachtet, aber die war schon recht gut. Aber noch nicht perfekt, also da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial da. So, ich höre jetzt auf zu reden. Ich habe jetzt auch schon Riesenszenen rausgecuttet, weil ich rede so gern mit euch. Aber ein Kumpel von mir hat gesagt, er schaut meine Videos nur 12 Minuten an, danach schaltet er ab. Deswegen versuche ich, das Video möglichst kurz zu halten. Und falls du weißt, dass du gemeint bist, bis dahin geschaut hast, dann danke. Also ich verabschiede mich, wünsche euch noch alles Gute. Schaut noch andere Videos auf meinem Kanal vorbei. Das nächste Video wird ein Reisevlog sein. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control, but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in